Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 30. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich im Grenzbereich, verlässt den Tierkreiszeichen Stier und übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die chinesischen Astrologen nennen die beiden Himmelskörper als Himmelskaiser, das ist die Sonne, und als Himmelskaiserin, und das ist der Mond. Sie beschreiben, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, bewegt sich in Palast des Nordens und die nennen das als schwarze Schildkröte. Und die Himmelskaiserin, also der Mond, bewegt sich noch in Palast des Westens und die nennen das als weiße Tiger. Bald übergeht im Palast des Südens, wo auch unser Planet Erde sich bewegt. Also sie ordnen das nach Himmelsrichtungen. Mond hat eine zunehmende Mondphase, nähert sich zum Erde und es wird dann Vollmond sein. Dann steht Sonne und Mond gegenüber und diese Vollmondposition erreicht dann am 2. Januar 2018. Eine zunehmende Mondphase eignet sich, immer etwas starten, beginnen, was vermehren soll, zunehmen soll. Also zum Abnehmen ist nicht gerade Vorteil. Mond bekommt einen Einfluss von Alkyone. Alkyone ist bekannt von der griechischen Mythologie. Alkyone ist die Tochter von Atlas und Pleione. Das sind die Geschwister, die sieben Geschwister, die Hyaden und die Plejaden. Und sie haben die Tränen. Man nennt auch, die sind die Regengestirne. Und dazu gehört Alkyone, ein ganz leuchtender Stern im Himmel. Der Name Alkyone kommt von Arabischen und bedeutet übersetzt die Königin, die über die Böse siegt. Wer kann diese Böse sein? Das ist so meine Vermutung. Das kann nur Medusa sein, die Furchterregende, befindet sich in diesem Bereich zwischen Andromeda und die Hyaden und Plejaden. Sicherlich, das ist gemeint mit dieser Bezeichnung. Was vermittelt uns für den heutigen Tag? Dieser Stern ist immer da, aber wird dann erst spürbar, wenn die Mond oder die Planeten das auch aktivieren. Oder anderes ausgedrückt, wenn dieser Stern Alkyone die Mond bestrahlt. Und es ist heute so, dass wir Sieg haben über unseren Feinden. Welcher Feind handelt sich? Natürlich kann das auch Neider sein, ich schließe es nicht aus. Aber oft bedeutet das unseren eigenen Gefühlen, weil die hindern uns im Leben, wie Schuldgefühl oder Angst. Und wir sollten lernen, angstfrei leben, weil das ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Also Sieg über diesen Gefühlen, was uns hindert, glücklich, erfolgreich sein. Und das ist der Einfluss von anderen Sternen und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Sie haben einen guten Einfluss, was die Liebesleben betrifft. Da kommt Stabilität, im bestehende Partnerschaft ist harmonisch und ruhig. Und die, wo alleine sind, haben gerade auch gute Chancen, jemand kennenzulernen. Und Beziehungen, was immer so hin und her ist, was ich immer als Kaugummi-Beziehung bezeichne, dass solche Kaugummi-Beziehungen auch Ordnung kommt, mehr Stabilität. Also sie haben einen guten Venus-Einfluss.
Sie haben auch die Kraft, gerade etwas beenden, loslassen, anfertigen, etwas zu Ende bringen und dann haben Sie wieder Kraft. Was die Stiergeborenen verunsichert, das sind die Informationen oder die Gespräche. Entweder können sie damit nicht anfangen oder die vertrauen das nicht. Kann auch bedeuten, dass die Stiergeborenen überlegen, darf ich das sagen? Ja, wen kann ich das vermitteln? Also ein gewisser Zweifel entsteht bei Informationen, bei Gesprächen. Was die Stiergeborenen auch wichtig ist, die Zuhause, die Ruhe, diese Zurückgezogenheit. Aber wenn das einseitig ist, ist auch nicht gut, sondern sie sollen kleine Schritte machen, kleinere Veränderungen oder einen Besuch machen oder ein Fest hingehen. Also etwas doch bewegen. Es sind keine große schicksalhafte Veränderungen. Es ist auch keine weite Reise, aber etwas im vertrauten Umgebung bewegen, verändern. Die tierkreiszeichnen Zwillingsgeborenen wird in den kommenden Tagen aktiv. Und hier aktiviert die Mondenergie auch Lilith. Lilith ist kein Himmelskörper, sondern Lilith ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn und die Mondbewegung bestrahlt diesen Schnittpunkt und aktiviert etwas. Besonders bei den Zwillingsgeborenen und bei den Steinbockgeborenen entsteht auch eine gewisse Unsicherheit. Was ist das für Energiefeld? Das beschreibt unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Die Menschen, die daran glauben, das soll natürlich realistisch sein, die daran glauben und es nicht aufgeben, die erreichen das auch und dann verwirklichen ihren Träume, ihren Visionen. Sie sind erfolgreich im Leben. Aber mit diesem Energiefeld neigen wir dazu, davonlaufen. Oft kommt es von Erziehung, von Kindheit, wo wir dann begründen, oh, das kann ich sowieso nicht und ich habe die Ausbildung nicht dazu, wie soll ich meine Berufung leben, mir steht das gar nicht zu. Wir verkleinen das, wir verneinen das gerne und das ist ein wichtiger Prozess. In diesem Prozess befindet sich die Steinbockgeborenen, aber im Augenblick wirkt dort die Mondenergie auch bei den Zwillingsgeborenen, wo das alles aktiviert. Also wir sollen da ins Auge zu schauen und sagen, gut, das sind meine Wünsche, das sind auch immer wiederkehrende Wünsche, also das sind keine Stimmungen, sondern das schleppen wir manchmal jahrelang in uns mit. Und wir können das vornehmen, gerade jetzt, wenn neues Jahr beginnt, diese Träume, diese Sehnsüchte als Ziel setzen und es nicht aufgeben. Aber momentan, also im heutigen Tag, ist die Energie so, dass man fängt an daran zum Zweifeln. Also das, was auch bei Zwillingsgeborenen wirkt, welche Themen haben die Zwillingsgeborenen? Was noch wichtig ist, das war auch in den vergangenen Tagen immer noch so, ist Gespräche führen, Kontakte pflegen, auf anderen zugehen oder zuhören, was die anderen meinen. Die Zwillingsgeborenen haben tolle Ideen und spüren die schöpferische Kraft und jetzt können sie das beruflich nützen, also umsetzen und können ihren Berufung leben, können damit starten. Vielleicht ist das dieser Wunsch. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben die inneren Gleichgewicht. Was wichtig ist, dass sie auch zu Hause, auch im Freizeit, auch Liebe, Partnerschaft, auch aktiv sind, Gefühle zeigen, etwas unternehmen, aber auch bei der Arbeit, also bei den Lebensbereichen sollen sie aktiv sein und das schön im Gleichgewicht halten. Was bei den Krebsgeborenen das Leben spiegelt, das ist genau diese Lilith-Energie, was ich vorher erwähnt habe. Das ist auch wichtig, sollten die Krebsgeborenen auch in die Richtung schauen oder umdenken ein bisschen. Was noch spiegelt für die Krebsgeborenen, das ist die Liebe. Das heißt, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen
oder die, wo alleine sind, auch etwas unternehmen, offen sein für eine Beziehung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sie sich besser. Sie verspüren die Leichtigkeit oder können endlich aufatmen und geht alles leichter voran. Die Thematik, was die Löwengeborenen haben, das ist die Karma, die karmische Liebesbeziehung. Karma. Wir in den westlichen Kulturen sind wir nicht allzu vertraut mit diesem Begriff Karma. Es handelt sich um Wiedergeburt oder vom früheren Leben. Aber ich kann das nicht ganz verneinen, weil astrologisch gibt es bestimmte Hinweise, dass es sowas gibt. Und mittlerweile glaube ich das auch, dass es ein alte Karma gibt und dass wir auch wiederkehrende Beziehungen haben, Begegnungen mit Seelen. Ich nenne das mal Seelen, weil für mich ist die Seele unsterblich. Nur unsere Körper verabschiedet von uns. Aber die Seele lebt weiter. Davon bin ich fest überzeugt. Und das sind die karmischen Erfahrungen, Erinnerungen, Begegnungen. Und damit habe jetzt gerade die Löwengeborenen Themen, die Lernaufgabe, etwas Neues zu erleben. Und die Wassermanngeborenen haben auch die Thema, aber bei den Wassermanngeborenen wirkt das ein bisschen anderes. Da ist die Erinnerung an die alte Karma. Und also hier ist das wichtige Thema die Liebe, karmische Lernaufgaben, etwas Neues zu starten. Das kann natürlich eine Herausforderung sein, kann aber auch die Begeisterung sein. Für eine Veränderung und Umbrüche bekommen die Löwengeborenen auf jeden Fall einen guten Einfluss von Uranus. Und die Gespräche verlaufen auch sehr gut. Die Merkur-Energie wirkt auch sehr gut für die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen möchten Ordnung. Sie sind gerade dabei, das Jahr so abschließen, dass alles in Ordnung ist. Und sie bemühen sich auch. Das sind ämtliche Sachen, Dokumente, Buchhaltung, Finanzamt, Steuererklärung, rechtliche Situation. Die wollen das nicht überbringen in die nächste Jahre und alles noch mitschleppen im Monat Januar. Und momentan haben das Gefühl, es ist alles so unbeweglich und das liegt gar nicht an der Jungfrau Geborenen, sondern das von anderen kommt nichts entgegen, also nicht aufgeben, weil in den Tagen wird Antwort kommen oder eine Bestätigung oder wird das bearbeitet. Also sie können das Jahr ganz schön abschließen, es ist alles in Ordnung. Wo vielleicht etwas hängt bei der Jungfrau Geborenen, das sind die Nachrichten, die Gespräche, sie fühlen sich missverstanden. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Da sind Einschränkungen da. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen verspüren die Leichtigkeit. Es geht alles viel leichter voran. Sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Sie befinden sich zurzeit in einer Wandlung, einem Veränderungsprozess. Das kann sein, dass sie innerlich verändern. Oder haben Sie einen anderen Einsicht oder nehmen Sie alles mit Leichtigkeit. Eine Reise oder Kontakte aus Ausland oder ein Besuch von Ausland hat auch eine Bedeutung für die Waagengeborenen. Kann auch eine Fremdsprache sein. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben viel erreicht und die haben Kraft und Mut. Aber sie sind noch ein bisschen unsicher, ob sie das alles richtig machen. Und ich kann bestätigen, ja, sie machen auch richtig. Die Aufgabe ist, diese inneren Unsicherheit überwinden. Es ist ein Aufstieg, Anerkennung, Lob und Chancen, Möglichkeiten haben gerade auch die Mut und die Kraft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch ein Aufstieg. Sie sind auch mutig, sie haben auch die Kraft dazu, wo sie darauf achten sollen, auf einem inneren Gleichgewicht achten. Die innere Ruhe bewahren, daran liegt gerade die Kraft. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist dieser Lilith-Thema, was ich Anfang erwähnt habe, die Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen
und es ist erreichbar. Es kommt auch ein schöner Neptun-Einfluss und Neptun ist die Essenz dazu, die Träume und Visionen und Sehnsüchte. Und dieser Neptun-Einfluss, diese Neptun-Energie stärkt gerade die Steinbock-Geborenen, also nicht die Träume aufgeben, sondern verwirklichen. Das soll Realität werden und sie sollen das als Ziel setzen. Die einzige, was hindert, diese gewisse Unsicherheit, das kann auch nicht wahr sein und ich erreiche das sowieso nicht. Und solche Sätze verabschieden und in diesem Vision, in diesem Traum glauben, weil die Energie ist dafür gerade da, das zu verwirklichen. Also das ist die Steinbock-Thema. Sie werden jetzt wahrgenommen und sie haben auch Glück gerade in die Liebe-Partnerschaft. Aber das ist auch Anerkennung und sie haben auch das Gefühl, sie haben jetzt ein selbstbewusstes Auftreten, sie können ihre Meinung vertreten, sie werden wahrgenommen, sie bekommen gerade Respekt, bringen die Liebesleben in Ordnung und wenn sie Wünsche haben oder Sehnsüchte, da ist auch guter Einfluss, dass es auch Realität wird. Die einzige, was hindert, dass sie daran zweifeln. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit und das bringt alles voran. Und es sind Veränderungen, Umbrüche. Sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen oder ein Vertrag oder ein wichtiger Termin. Und in die Liebe-Partnerschaft kommt auch Stabilität. Einen sehr schönen Einfluss bekommen gerade die Wassermann-Geborenen, nicht nur heute, sondern auch noch in die kommenden Tage. Bei den Fischen-Geborenen ist wichtig die Geldeinfluss, die Gewinnchancen. Die Emotionen können dabei hindern, wenn sie das nicht vertrauen, daran nicht glauben, wenn sie anfangen an etwas zweifeln oder noch schlimmer ist, wenn sie finanzielle Ängste haben. Daran liegt nämlich die ganze Geheimnis, diese Ängste. Und es bezieht sich jetzt um das Geld, um die Finanzen, diese finanzielle Ängste überwinden und das Fluss des Lebens, aber auch die Geldflussvertrauen. Das sind die Themen. Und Gewinnchancen haben gerade die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch die Werte sehr wichtig, auch das Wertschätzung, auch das Geld und die Wiedergeborenen haben auch gute Chancen. Anderes als bei den Fischengeborenen. Die Fischengeborenen können die große losziehen, die haben Gewinnchancen. Die Wiedergeborenen sind das nicht die Gewinnchancen, sondern sie erwirtschaften das, sie arbeiten dafür, aber sie können gerade Gewinn machen. Das kommt durch Arbeit. Und diese Möglichkeiten zum Handeln, das sind die Handlungen, was gerade die Wiedergeborenen verbessern können, Geschäfte machen. Aber jetzt nicht Gewinne am die Lotto. Das wäre eher die Thema für die Fischengeborenen. Also Gewinnchancen durch Arbeit, durch Selbstständigkeit, durch Geschäfte, durch Handlungen. Und das ist die Vorteil gerade, was die Wiedergeborenen haben und wichtige Thema bleibt noch in die nächste Zeit. Finanzen, Werte, Wertschätzung. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein. Aber es besteht immer die Möglichkeit, das persönlich maßgeschnitten anfertigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was noch wichtig ist, es besteht alles aus Energie. Und diese Energiefelder, die ändern auch. Was wichtig ist, unserem persönlichen Energiefeld. Und das bestimmen wir selbst. Das kommt von unserem Inneren. Von unserem Denken und Fühlen. Dadurch entsteht diese Aura, diese Energiefeld. Andere Menschen haben auch diese Energiefeld. Aber anderes, jeder Mensch ist einzigartig und jeder Energiefeld ist einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist einzigartig.
Es entsteht immer wieder mal die Anziehungskraft, die Sympathie oder Liebe, das ist Harmonie. Das ist die schöpferische Kraft. Daran liegt die schöpferische Kraft. Dann gibt es auch Begegnungen, wo wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Wir sind nicht in gleichen Wellenlänge. Das ist die Disharmonie. Das kann man auch harmonisieren mit Liebe, mit Aufmerksamkeit. Aber auch gibt es Gegenstände, wo die Energiefelder harmonisieren. Das sind Farben oder Tönen oder Musik oder Halbedelsteine. Es gibt verschiedene Methoden, auch die Düfte, die Kräuter. Also die Auswahl ist groß. Die größte Kraft liegt aber an die Liebe, weil das ist das Göttliche, das ist die schöpferische Kraft. Es ist auch wichtig, diese Liebe ausstrahlen. Das harmonisiert auch. Aber noch wichtiger ist auch die Selbstliebe. Weil wenn das nicht stimmt, wann sollen wir das von der Liebe etwas geben? Können wir gar nicht geben, wenn wir nicht zu uns selbst stehen. Es ist nichts egoistisch, sondern es ist gesund, eine gesunde Haltung uns selbst gegenüber. Weil da tragen wir die Verantwortung unserem eigenen Leben. Das muss in Ordnung sein. Und wenn das in Ordnung ist, dann können wir für anderen da sein. Vorher geht das nicht. Also das ist wichtig, die Energie harmonisieren. Dann haben die Orte, die Räumlichkeiten auch bestimmte Energiefeld. Dann kommt dazu noch die kosmische Energiefeld, was auch jeden Tag ändert. Ich vermittle das auch in die Tageshoroskopen. Und erst dann sind wir Meister unserem Schicksal, Meister unserem Leben, wenn wir in die Lage sind, das erkennen und anpassen. Anpassen auf die Einflüsse von außen. Und daran liegt auch die Stärke. Alles beginnt aber in uns selbst, in unserem Inneren. Ich kann nur dazu empfehlen, die Produkte, was dabei helfen, wie Amulette, wie Düfte, und das befindet sich alles in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und keine Angst von Ritualen, es hat mit Magie oder mit Hexerei nichts zu tun, sondern es sind schöne Gegenstände, angenehme Düfte und es hilft dabei, uns wohlfühlen, etwas harmonisieren. Wichtig ist auch der Zeitpunkt, weil wir sollten im Einklang sein mit dem kosmischen Energie. Aber dabei kann ich auch helfen und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.